Hallo und willkommen zu Patrick Spielock. Dieses Mal wird es hoffentlich etwas kürzer. Ich denke nach den 1600 Frauen, denen man 44,44 Minuten gewürdigt hat. Können wir auch mal was Kürzeres machen? Ich habe heute sowieso schon ein bisschen zu viel gelabert. War auf Akquisetour durch die Stadt, weil wir wissen ja, 1600 Frauen müssen wir ansprechen. Und wie erreichen wir das am allereinfachsten? Nehmen wir an, fangen sie anzusprechen. Also nie rumheulen, 1600 Frauen ansprechen. Meine Challenge, deine Challenge, Challenges sind für alle da. So, alles klar. Der Titel des heutigen Videos, mein Longboard-Experiment und das Ansprechverbrechen. Das Ansprechverbrechen ist eigentlich ein eigenes Video bei Patricks Live-Support wert. Und ich werde das wahrscheinlich aus dem Titel nachher wieder raus entfernen. Aber ich will es kurz ansprechen, das Ansprechverbrechen. Was eigentlich extrem interessant ist, finde ich gerade. Und ich bin im Moment wieder am Experimentieren. Und das ist, würde ich sagen, eine Experiment-Folge von Patricks Live, Patricks Vlog. Also zwei Experimente, das Longboard-Experiment und das Ansprechverbrechen-Experiment ist jetzt mal das Thema. Ja, also das Longboard-Experiment, ich habe ja schon in meinem Beitrag kurz angedeutet, ich wollte mal einen Longboard-Kanal machen, einfach mal so. Kostet ja nicht viel. Viele sind der Ansicht, man muss immer alles fertig machen und. Ich bin der Ansicht, es kostet mich 10 Minuten aus einem Video ein VidCap rauszuziehen, damit zwei Kanäle auf YouTube und Facebook einzurichten. Und 2 Stunden braucht man mal so ein kleines Video zu schneiden mit Musik im Hintergrund, um Sachen auszuprobieren. Und das ist jetzt echt nicht eine Katastrophe. Warum sollte man das nicht machen, wenn es einen interessiert? Mich hat konkret interessiert, dass ich nicht wusste, wie dreht man Musikvideos mit Longboards. Klingt albern, aber ist so. Die Herausforderung war, dass ich zwar den Selfie-Stick habe, aber außer für die Conventions, für die FMAs das Ding nie benutzt habe und deswegen mal ausprobieren wollte, auch kann man mit dem Ding auf YouTube, auf YouTube-Videos auf Longboards da was mitmachen oder ist es vielleicht sogar sinnvoller, bei Longboard-Videos die Kamera in der Hand zu halten? Braucht man tatsächlich eine GoPro-Kamera? Das sind halt so die Sachen, die ich ausprobieren wollte. Vor allen Dingen, welche Einstellungen funktionieren, wenn man ein Longboard-Video dreht. Das ist ja alles so jetzt nicht unbedingt offensichtlich. Einfach mal so kognitives Bedürfnis, da Sachen auszuprobieren. Ich habe jetzt ein Video gedreht gehabt, nur mit Handkamera so, in der Hand halten. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Und das zweite Video habe ich mit einem Selfie-Stick gedreht. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, weil irgendwie die Footage interessanter wirkt, wenn ich die Kamera in der Hand halte. Das habe ich aber noch nicht fertig geschnitten. So, also Video 1 plus Kanaltrailer habe ich dann in YouTube und Facebook reingehauen und ich habe mir tatsächlich noch die Mühe gemacht, 2 Euro auf das erste Video draufzuschalten mit der Zielgruppe Saarbrücken plus 40 Kilometer Umkreis und 2 Euro, maximalen 2 Euro Werbekosten. Ja, was wollte ich herausfinden da? Ich wollte wissen, wie viele Leute tatsächlich so in Saarbrücken sich für Longboard interessieren. Das war schon spannend, aber das war relativ schnell abgeklärt. Das waren nämlich weniger als 1000. Also wir haben 200.000 Leute im Stadtverband mit Umkreis 40 Kilometer drumherum. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Es sind aber weniger als 1000. Das sagt mir dann Facebook so aus. Das kann auch keine Zielgruppe darstellen. Es liefert mir auch keine Darstellungen über die Zugriffe, die tatsächlich nachher kamen bei der Werbung. Das ist sehr, sehr seltsam. Aber ich habe für 2 Euro 287 Leute erreicht und jetzt haltet euch fest, eine Klickrate von 10% gehabt ungefähr. Naja, gut, 9%. Und ich hatte noch nie bei irgendeiner Insertion auf Facebook tatsächlich eine Klickrate über 3-5%. Das fand ich extrem interessant. So, also Thema Longboard. 2 Sachen waren interessant. Erstens, es gibt fast kein Schwein, das das interessiert. Was wiederum dann auch erklärt, warum niemand mit mir Longboard fahren will, weil es niemanden interessiert. Das hat also dann auch nichts mit dem Alter zu tun, dass ich allein bin, wenn ich Longboard fahre. Es hat damit zu tun, dass in dem Alter keiner sich mehr für Longboard interessiert. Also völlig, ich bin eigentlich völlig komplett draußen. So, dann ist natürlich auch interessant, so was passiert so nach der Insertion. Ich habe also diese 20 Klicks rübergezogen auf mein YouTube-Video und das Interessante war, es gab keine Likes. So, das heißt auch,
Es gibt A, wenige Leute, die sich für Longboard interessieren. Die klicken aber relativ interessiert durch. Aber was ich da mache, interessiert sie nicht wirklich und rockt sie nicht. Was dann aber auch wieder ein bisschen verständlich ist, weil wir wissen ja, dass die Longboard-Geschichte nicht unbedingt bei der Zielgruppe 45 plus so gut ankommt. Tja, hat es dann überhaupt keine Reaktion auf die Geschichte gegeben? Oh doch, Überraschung, Überraschung, Überraschung. Natürlich nicht statistisch signifikant, aber mich hat ein Mädel angeschrieben, ah ja, dann lass uns doch mal wohl Longboard fahren. Okay. Heute Abend, 19 Uhr, hinten an der Saargalerie, treffen wir uns und dann chasen wir ein bisschen. Ich nehme die Kamera da mit, vielleicht drehen wir ein bisschen. Ich sage, das ist eine Option, muss nicht sein. Also ich habe die Platte noch voll mit dem Beitrag vom Selfie-Stick. Also wer so keinen Bock hat, mache ich nicht. Wenn sie Bock hat, nehmen wir was auf. Und gucken halt mal, was man dann filmen kann, wenn man so als Team zu zweit unterwegs ist. Habe ich mich auch noch nicht ausprobiert. So. Ah, so. Ach so, ja, genau. Wie alt ist sie denn? Ach du Schande. Ich bin mir nicht ganz... Also sie muss den Kanaltrailer gesehen haben. Ich meine, sie kann nicht blind sein. Sie muss gesehen haben, wie alt ich bin. Und ich kann es von ihrem Facebook-Profil aus abschätzen, wie alt sie ist. Oh je. Gucken wir mal, was passiert. Also, oje, oje, oje. Also sagen wir es mal so, sie ist nicht in der Generation 40 und sie sieht auch nicht aus, als ob sie die Generation 14 wäre. Aber älter als 20 ist auf keinen Fall. So, und dann schauen wir mal, wie wir heute Abend Longboard fahren gehen. Gott. Ja, ich hoffe das Beste. Gut, war insofern, also erstens mal hat es mich überrascht, dass überhaupt jemand geantwortet hat. Aber es war eigentlich dann auch abzusehen, dass da jemand in meiner Altersklasse kommt. Eher schlecht, ne? So, also das war ein interessantes Experiment. Wie möchte ich das Experiment fortführen? Also es gibt ein paar Sachen, die interessieren mich noch. Mich würde beispielsweise interessieren, auch mal andere Longboarder noch in der Sapulka City zu treffen und mit denen kurz zu quatschen. Das würde ich ganz gerne machen. Und wenn sich die Gelegenheit ergäbe, dass irgendjemand mit mir Tricks ausprobiert oder mir Tricks zeigt, das fände ich ganz spannend. Und ja, vielleicht, wenn sich die Gelegenheit ergäbe, dass wir hingehen und basteln da irgendwie eine Beleuchtung unter das Board drunter. Das wäre mir noch ein Beitrag wert. Und auf jeden Fall, weil die Saison bald wieder startet zum Thema Schlittschuhe, würde ich ganz gerne auch mal ein Schlittschuhvideo aus der Eislaufhalle in Zweibrücken machen, weil für mich Longboardfahren und Schlittschuhlaufen eigentlich fast dasselbe ist, nur Schlittschuhlaufen ist besser. Und es ist für mich einfacher, Longboard zu laufen, aber es ist schöner, Schlittschuh zu laufen. Aber für mich liegt es eigentlich extrem nah beieinander und dann wollte ich das auch mal noch ausprobieren, wie kann man ein halbwegs interessantes, spannendes Longboard-Video drehen. So, das war dann die Sache, die ich auch noch ausprobieren wollte. Ich werde in das Ding auch nicht viel sonst noch reinhauen erstmal, weil es soll ein Experiment sein. Ich möchte einen gewissen Erkenntnisgewinn mir damit verschaffen und das war's erstmal. Ja, das ist, finde ich, auch wichtig, Experimente machen, immer offen und interessiert an Neuem und das ist jetzt mal was ich noch nicht gemacht habe. Funktioniert, funktioniert nicht. Wenn es mir Spaß macht, wenn es von der Arbeit und Zeitaufwand machbar ist, wenn ich es alleine machen kann oder jemand finde, mit dem ich es machen kann, will ich nicht ausschließen, dass ich das nächstes Jahr noch weitermache. Ansonsten war es ein nettes Experiment und sind dann halt so 5 oder 10 Videos im Kanal im günstigsten Fall. Und ich habe was Nettes gemacht und kann es mir gelegentlich mal wieder anschauen. So. Also ich bin da nicht derjenige, der jetzt da unbedingt den totalen Fame draus ziehen muss. Ich habe meinen Erkenntnisgewinn und das ist mein Ziel. Dann der nächste Erkenntnisgewinn, beziehungsweise das, was mich interessiert, das ist die Geschichte mit dem Ansprechen. Das wird nämlich immer spannender. Und zwar so der breite Spread, den man hat. An Menschen, die zum einen sagen, ja, geil, schön, ja, super, hallo, wie geht's dir? Und die anderen, bei denen man das Gefühl hat, man ist ein Attentäter oder ein Verbrecher und begeht ein Ansprechverbrechen. Das ist, finde ich, extrem spannend zu sehen. Ich habe da schon so ein paar Intuitionen, wer wie was und wo sich da wie verhält. Allgemein werde ich immer besser in der Selektion der Personen, die ich anspreche. Also ich habe immer besser
so die Spürnase, die interessiert sich jetzt für Esoterik, Tarot, die macht Tattoo-Sachen. Das ist manchmal sehr offensichtlich, kann man schon an der Haarfarbe festmachen. Aber manchmal ist es nicht ganz so offensichtlich. Aber ich bin auf einem guten Weg, dass ich das immer zielsicherer und treffender hinkriege. Also das ist schon mal cool. Aber, und das finde ich sehr, sehr spannend, es gibt ja immer noch die Menschen, die sich benehmen, als ob ich ein Verbrechen begehe, weil ich sage, hey, hallo, wie geht's dir denn? Hast gerade mal 5 Minuten Zeit, ich würde gerne dir ein kleines Angebot machen, das ist eine coole Sache. Oder, moin, wie geht's dir? Also das ist unglaublich, also allein schon die ersten 2 Sätze, mit denen man versucht, Kontakt aufzunehmen, können bereits die Todesstrafe implizieren, hat man manchmal das Gefühl. Ganz krass. Und das finde ich extrem scheiße. Mit einer einfachen Begründung, die wäre eigentlich an der Stelle nämlich die Erwähnung eines im eigenen Beitrag bei Patrick's Live Support wert. Der Punkt ist nämlich der, jetzt haltet euch fest, jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Wir sind nicht selbstgenügsam. Wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen immer Dinge oder Güter oder auch virtuelle Sachen, Glück, Fortpflanzung. Wir sind immer abhängig von externen Dingen und die brauchen wir. Das heißt, wir können sie aber nicht erzeugen. Also wir können nicht selber Benzin erzeugen. Wir können auch nicht immer Weizen erzeugen. Wir können auch uns nicht selbst glücklich machen. Irgendwann hat man alle Pornhub-Videos in der Kategorie durch, die man mag. Dann ist man darauf angewiesen, dass jemand bei Pornhub die Sachen einstellt. Man ist also immer von anderen angewiesen, um die Ressourcen zu erhalten, die man benötigt. Und dann wird es halt spannend, weil andere wollen natürlich auch die Ressourcen und beziehungsweise diejenigen, die die Ressourcen erzeugt haben, wollen diese Ressourcen natürlich auch behalten, weil das sind ja ihre Ressourcen, sie brauchen sie ja möglicherweise auch. Das heißt, jegliches Verhältnis zwischen Menschen, jegliche Beziehung findet statt in dem Spannungsfeld von Ressourcen. Die einen möchten die Ressourcen haben, die anderen möchten sie abgeben und man handelt dazwischen drin. Ja. Wichtig aber, und das ist die grundsätzliche Voraussetzung, damit dieser Handel stattfinden kann, ist, dass man sich des Handels einig wird. Das heißt, man muss miteinander sprechen. Und um miteinander überhaupt zu sprechen, muss man als allererstes mal angefangen haben zu sprechen. Und das nennt man dann das Ansprechen. Wenn ich etwas habe, von dem ich denke, dass es für andere wertvoll sein könnte, und jemand anderes etwas hat, das für mich wertvoll sein kann, dann ist es wichtig, dass ich als Mensch in dieser Gesellschaft zur Befriedigung meiner Bedürfnisse das Recht habe, andere anzusprechen und ihnen anzubieten, dass wir einen Handel begeben. Wir müssen einen Handel begeben, in dem ich auch anbiete, ich befriedige deine Bedürfnisse. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, mein Leben ist ein bisschen leer, ich möchte ein bisschen Spaß haben, ich möchte außergewöhnliche Dinge erleben, ich möchte einfach leben und nicht vor mich hin siechen. Und da kommt es mir extrem gelegen, wenn ich auf meine Con fahre, 30 nette Leute kennenlerne und eine Menge Spaß habe. Das ist ein Handelsangebot und das kann ich eine Menge Leute machen. Und dafür muss ich aber auch das Recht haben, jemand anzusprechen. Und es ist richtig und wichtig, dass wir das tun, uns gegenseitig ansprechen. Denn wir können beide nur in einem Handel gewinnen, wenn wir einen Handel eingehen. Und generell ist es so, wir können nur in unserem Leben positive Dinge gewinnen, wenn wir uns diese Dinge erhandeln. Ich werde nie satt, wenn ich nicht auf den Markt gehe und einem Bauern Geld anbiete. Dazu muss ich fragen, kannst du mir bitte 1 Kilogramm Reis geben? Und dann muss ich ihm anbieten, ich gebe ihm was. Also dieses Eintreten in diese Verhandlungen, um Ressourcen und Dinge oder abstrakter zu erhalten, mit denen wir unser Leben anfüllen, Dinge, die wir brauchen zum Leben, das ist extrem wichtig. Und genau dann haben wir ein Riesenproblem, wenn das Eintreten in diese Vertragsverhandlung, diese Handelsverhandlung bereits ein Verbrechen ist und zurückgewiesen wird und man aggressiv wird oder unverschämt. Also das ist total spannend. Ich habe heute eine Frau versucht, sehr freundlich anzusprechen und die hat sie mich behandelt, als ob ich dem letzten Hund im Arsch abgefallen wäre. Ja? Und der Hund hat einen sauberen Arsch gehabt als diese Frau. Unglaublich. Das Einzige, was ich ihr angeboten habe, ich biete dir an, 20, 30 Star-Autoren persönlich kennenzulernen, mit ihnen Spaß zu haben einen Tag. Das war mein Fehler. Dafür musste ich bestraft werden. Mit Zurückweisung, Demütigung, Beleidigung. Das ist interessant. Ich habe ein Ansprechverbrechen begangen. Unglaublich. Ja.
es ist, also stell dir, geht auf den Markt, ich hätte gerne 1 Kilogramm Reis und ich biete dir 3 Euro. Und dann sagt der Händler, du Hurensohn, verpiss dich, du Wichser. So kann Handel nicht wirklich für alle beteiligten Seiten funktionieren. Man kann dann höchstens sagen, tut mir leid, ich verkaufe hier nichts. Nicht dir, nicht böse gemeint, aber danke. Kein Handelsinteresse. Aber wenn Menschen mit der grundsätzlichen Haltung anderen Menschen entgegentreten, du bist ein Haufen Scheiße und du hast nicht das Recht, mich anzusprechen. Dann sind wir ganz, 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 ganz vorne, wenn es darum geht, unglücklich zu werden, unsere Bedürfnisse nicht erfüllt zu kriegen. Und das Witzige daran ist, die Leute, die dann so reagieren, sind auch nicht diejenigen, die das mit einem Lächeln im Gesicht tun und mit Sonne im Herzen, sondern das sind verhärmte, vergrämte, aggressive Menschen. Ja, sehr spannend. Ich bin aber noch nicht so ganz durch, weil mich interessiert halt, welche Menschen sind menschlich, sozial so im Arsch, dass sie nicht mehr in der Lage sind, mit anderen in Kontakt zu treten, sodass sie glücklicher werden können. Das ist sehr essentiell und sehr interessant, weil von solchen Leuten soll man sich fernhalten. Weil diejenigen Leute, die nicht glücklich sind, haben auch kein Glück zu bieten. Und wenn man nur mit Leuten zusammen ist, die einem kein Glück bieten, dann wird man selber sehr, sehr, sehr unglücklich. Also es ist sehr wichtig zu erkennen, welche Menschen sollte man meiden. Und das sind unter anderem diejenigen, die mich eines Ansprechverbrechens bezichtigen. Solche Menschen möchte man erkennen können, schon im Vorfeld. Und dann ist für einen das eigene Leben auch schon viel erfüllender und glücklicher. So, das zum Thema. Im Moment sieht es so aus, dass je intelligenter die Menschen sind, desto asozialer sind sie. Das kann man im Moment mal noch sehen. Je älter sie sind, desto asozialer sind sie. Je älter und intelligenter sind, desto asozialer sind sie. Allerdings, und das muss man ganz deutlich sagen, gibt es auch viele, viele, viele Ausnahmen. Aber Intelligenz und Alter scheint etwas mit Intelligenz, mit Ansprechverbrechen zu tun zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, 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 sehr viele sehr, sehr, sehr nette Gespräche in den letzten 2 Wochen gehabt. Wirklich. Ganz, ganz nette Menschen kennengelernt. Auch nur für jetzt Gespräch von 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht. Aber gerade eben habe ich, glaube ich, 1 Stunde mit einer sehr, sehr netten Dame über sehr, sehr viele Esoterik-Themen geredet. Ganz großartig. Wenn da was draus wird, umso besser. Wenn nicht, war es auf jeden Fall eine schöne Zeit. Aber ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn man glücklich werden will, muss man seine Bedürfnisse befriedigt bekommen. Die kann man nicht immer selbst befriedigen. Man kann sich nicht immer selbst befriedigen. Man muss auch einmal in den Handel eintreten mit anderen Menschen, die einem die Bedürfnisse helfen zu befriedigen. Gell, Doggy Loggy? Und dann muss man miteinander sprechen. Und da ist kein Platz für Ansprechverbrechen. Definitiv nicht. So, genug geredet. Jetzt nach Hause. Noch ein bisschen was schneiden, aufräumen. Kamera laden und heute Abend Teil 3 von dem Lonesome Longboarder. Oh Gott. Es steht immer noch zur Diskussion, dass ich mit Leuten longboarde, die auch 40 sind. Hallo. Obwohl, genau, das war noch. Ich schieb's noch nach. Und was das Interessante noch an dem Experiment war, ich fahre ja deswegen allein, weil es niemanden interessiert. Okay? Und ich habe natürlich allen meinen Freunden die Seite geteilt. Und wisst ihr, wie viele von 30, 40 dann die Seite geliked haben? Na, 2 oder 3. Warum? Weil es niemanden interessiert. Kann man aber auch rückschließen, weil wenn ich alleine fahre, weil keiner von meinen Freunden und Bekannten es interessiert, dann wird auch keinen von meinen Freunden und Bekannten es interessieren, wenn ich fahre. Also, die eigenen Freunde und Bekannte sind nicht immer der günstigste Nährboden, auf dem Projekte gedeihen können. Auch schon wieder fast ein Beitrag für Patricks Live Support wert. So, nach Hause fahren, Akku laden und danach geht's weiter. Bis zum nächsten Mal auf Patricks Vlog. Tschüss.